ein Leiterknopf. Nee. Nee, nee, geht nicht. Vielleicht mit Winkel. Nee, nee, nö, nee. Wagen schlägt vor, nochmal den Springbrunnen ohne Flasche anzuklicken. Machen wir das mal. Dann machen wir das doch mal so. Und der nimmt schon mal die Flasche. Genau, Haken. Haha. Ja. Kann der da nicht drauf drücken? Ne, rafft er nicht. Dann. So muss man andersrum. Ja, mach, tu es. Okay. Ha, Halleluja, wir haben Wasser. Ha gesagt, Erfolgserlebnis dann. Den Rest kannst jetzt auch alleine. Schwester, zulehnen, bitte. So. Dann gehen wir jetzt mit der Wasserflasche zu den Blumen. Nichts für Choleriker, sagt Lord Hebe, ja. Aber noch fühlt es sich nicht so schlimm an wie der erste Teil. Da wurde es dann sehr bald sehr verwirrend. Genau, Hagen. Es ist quasi Tutorial-esque, was wir gerade hier erleben. Ja, das ist so ein Spiel, was von einer WHD-Load-Installation, also einer Festplatteninstallation, sicher profitieren würde. Aber wir spielen jetzt von Diskette, das war früher so. So, einmal die Flasche mit den Blumen. Kluck. Wupp. So, und jetzt? Ah, benutze Blume mit. Ich habe das Gefühl, dass man. Ich probiere das jetzt mal, aber ich meinte, mit der Blume müsste man noch irgendein Tier anlocken. Ah, okay. Ich verstehe. Also wir brauchen noch eine. Nee, jetzt ist er eingeschlafen. Ah.
Okay, keine weitere Blume. So. Ich weiß nicht, ob ich zu kompliziert denke, aber ich mache jetzt das hier. Schlafblume, genau. Nicht, dass er noch aufwacht. Holen wir jetzt von hier oben die Wurst. Nee, von da oben, sagte ich doch. Und jetzt seid ihr eingeschlafen. Okay. Winkel. Jetzt leise. Das hat geklappt. Sehr gut. So. Dann die sagt, schreib auf, wie man von Gratiswasser zur Blume und dann zur Wurst kommt. Bi. So, die eine Frage, genau, die eine Idee wäre jetzt, dem Huhn die Wurst über den Kopf zu hauen, damit es ein Ei fallen lässt. Ah, Hagen sagt, jetzt weiß ich, woher Wurstwasser-Elmo seinen Namen hat. Greift die Henne. Währenddessen nimmt Fingus die Wurst. Puff! Genau. Da habe ich mich, glaube ich, dran erinnert. Jetzt haben wir ein Ei. Ei mit. So, jetzt wir erstmal hier benutze Wurst mit Schlagloch. Genau, Frank, ein brutales Schlägerspiel. Ja, also man konnte ihn ärgern, aber mehr hat es nicht gebracht. Hagen fragt, ist die Henge denn noch vegan, wenn man die mit Salami einreibt? Bevor wir das beantworten, gehen wir nochmal in den Bildschirm da, also in da, in den Bildschirm, der dann da kommt. Auch eine interessante Frage von Wurstwasser Emmo. Was war zuerst da, die Wurst oder das Ei? Wurst-Ei-Problem. Frage, kann man nicht direkt da reisen? Den Knopf? Movement. Du hast recht. Mit dem Wegweiser kann man direkt springen und muss nicht durch andere durchgehen. Ja. Also mit Ortswechsel Brunnen. Genau, Xanatark ist der Hagen, der hat's halt drauf. Ja. Ja, bei der Musik kann man gar keine schlechte Laune haben, oder?
So, also, wir haben jetzt ein Ei. Und da war ein Nest. Was passiert denn, wenn wir das Ei ins Nest legen? Dann müssen wir nur die Leiter runterbekommen, um übers Dach bis zu dem Nest zu kommen. Xandotakis hat die Musik als MP3 auf dem Handy. Okay. So, also mein Gedanke wäre jetzt, wir hauen mit der Wurst auf den Mechanismus. Benutze Ei mit Kröte, schnappe Kröte und wirf Kugel auf Nest. Also, das hat so nicht geklappt. Benutze Wurst mit Kröte. Nee, das wieder nicht. Aber was ist denn, wenn... An unser Witzbold vielleicht. Wurst mit Mechanismus. Kann ja nicht nur für das eine gewesen sein. Okay. Dann nicht. Leiterknopf. Den Frosch mit der Wurst gekloppt, sagt Frank. Ja, der Frosch braucht das Ei. Hagen, ich mache jetzt mal, was du sagst. Nutze Ei mit Kröte. Dann kann ich hier, leider komme ich nicht hin von hier. Wie kriege ich den? Kriege ich das da? Wie kriege ich den Leiterknopf da? Die Wurst an den Zauberer geben. Ich kann es mal probieren. Sie wünschen? Geben wir dem mal was. Hier. Wurst. Nee. Ei. Auch nicht. Der Frosch sitzt gerne auf dem Trockenen. Ja, danke, das war. Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Wir müssen natürlich die Flasche nochmal füllen. Erstmal positionieren. Ja, Flasche mit Wasserstrahl. Und dann, ja, danke. Und dann mit Kröte. Genau. Ich hätte jetzt die Flasche drüber gekippt, aber so geht's natürlich auch. Genau. Hallo an Maniac zum ersten Mal dabei. Die Wurst mit dem Schlagloch beim Hund haben wir schon gemacht. So. Jetzt haben wir einen Stein. Benutze Stein mit Zauberer. Immerhin bleibt er dir die ganze Zeit stehen. Faszinierend. Oder man kann dir mit dem Stein die Leiter da aufmachen. Wollte ihn nur unsere 1A-Naturbürsten zeigen. Bin gerade sehr beschäftigt.
So. Stein. Mechanismus. Okay, das machen wir noch mal mit Fingus. Praktischerweise muss man nicht Inventar hin und her basteln. Das sind ein paar sehr, sehr gute Optimierungen hier. Zack. So, dann können wir jetzt Sprosse ziehen. Dann kann. Halt. Ein bisschen. Ich brauche Platz. Ja, jetzt geht er von. Das ist cool, dass er dann einfach von selbst geht und man nicht noch hin und her klicken muss. Ja. Genau, hallo DJ, der Danny und El Torquito. So, dann gehen wir mal hier rüber. Wupp. Ganz schön hartnäckig. Na gut, kommt schon rein. Na also, Biffy, hallo und vielen Dank für das Abo. Ja, Hagi, genau. Bei dem Spiel kommt der Amiga mit Comic-Style voll zur Geltung. Ja, ansonsten würde ich noch sagen, viel Vergnügen mit dem Ohrwurm den Rest des Abends. Was wollt ihr denn, ihr Goblin-Wichtel? Also, was haben wir denn hier? Wir haben den Kopf. Wir haben Tazar. Da kann man doch bestimmt hochgehen. Nach da und hier rüber. Und da kommt, da ist die Kuckucksuhr. Da ist ein Teekessel. Den muss man sich hier anzünden. Da ist Holz. Aber dann reden wir doch erstmal mit ihm. Großer Magier, ich komme auf Empfehlung des Kollegen aus der Heimat. Wir müssen den vom Dämonen entführten Sohn des Königs Angulafre befreien. Ich weiß Bescheid. Dieses Ekel-Ammoniak hält den Prinzen gefangen. Dieser Teufel hat unseren guten König entmachtet und regiert an seiner Stelle. Unbezahlbaren Rat, verehrter Magier. Wohin sollen wir uns wenden? Hinter dem Dorf geht es zum Schloss. Aber Vorsicht, ein Riese bewacht den Weg. Okay, also wir müssen am Riesen vorbei. Und vermutlich gibt es hier etwas, was uns hilft. Fragenfahrt, ob es sowas nicht auch im ersten Teil gab. Ja, im ersten Teil haben sie den König mit einer Voodoo-Puppe irgendwie in den Wahnsinn getrieben und jetzt haben sie es halt auf seinen Sohn abgesehen und ihn damit erpresst. Mal gucken. Hallo? Au! Steckt doch überall seine Hand rein. Hör auf so zu lachen, ihr Winkel! Das ist unerhört. Gehen wir mal zur Kuckucksuhr.
Hagi sagt, die Geschichte scheint ähnlich reichhaltig wie beim ersten Mal. Ja, darauf kommt es auch gar nicht an. Das ist ja alles nur eine Entschuldigung für die ganzen Rätsel hier. So. Das sieht so aus, als würde da ein Schlüssel fehlen oder so. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir einen Teekessel. Schnapp den Piepmatz, genau. Interessant. Ah. Ach, am Schwanz ziehen. Ist ein Knopf an der Uhr, Hagen. Ich glaube, es ist das Schlüsselloch. Also, bestimmt ist der Schlüssel im Kopf für die Kuckucksuhr. Und ich muss mit Winkle am Schwanz ziehen, damit vorne der Kopf aufgeht und ich mit Fingus den Schlüssel dann da rausnehmen kann. Ah, zu langsam. Na? Mach doch schon! Ah. Das ist halt so ein bisschen. Das ist ein bisschen träge. Na also. Okay. Nee, das sind Streichhölzer. Mit den Streichhölzer machen wir jetzt den Teekessel an. Nutze Streichhölzer mit Teekessel. Ah, wir brauchen Wasser. Dann einmal nochmal Wasser holen. Also, das ist schon so meine Idee. Der 68K-Assembler sagt, im ersten Teil wäre das Spiel jetzt zu Ende. Ja, weil ich, weil dreimal was Doofes passiert ist oder so. Ja, aber es war völlig unnötig. Es ist doch. Dann lädt man halt noch mal rein. So ist es doch viel besser. Schau mal, ob was noch was in der Flasche drin ist. Ja, stimmt. Der hatte auch vorhin sich schon angehoben. Wenn sie leer ist, dann macht er so. Das hätte man probieren können. Ja. Mal gut. Noch ein bisschen das schöne Ladebild. Wie viele Disketten hat das Spiel? Fragt Landi. Es sind 3 Stück. Drei Disketten. So. Flasche. Ich riskiere es nochmal und gehe jetzt da rein. Jetzt müssen wir nochmal laden. Also wir wollen zum Zucker. 36 Disketten. Nee. So viel haben wir noch nicht mal DSA, Monkey Island 2 und Indie 4 zusammen. Da müsstest du schon Beneath the Steel Sky, Monkey Island 2 und Indie 4, dann kommst du da drauf. Oder Steel Sky und Bing? Ich glaube, die haben zusammen nur 34 Disketten. Okay.